Bitumen ist ein Naturprodukt und das älteste bekannte Mineralölprodukt. Heute wird Bitumen hauptsächlich großtechnisch in Raffinerien durch schonende Destillation geeigneter, eigens ausgewählter Rohöle hergestellt. Da neben Bitumen auch andere Produkte hergestellt werden und die Prozesse eng miteinander verknüpft sind, wird die Rohölverarbeitung als Koppelproduktion bezeichnet. Das eingesetzte Rohöl und die Produktionsmöglichkeiten der Verarbeitungsanlage bestimmen das Ergebnis der Destillation. Sie werden in aufwendigen Vorversuchen genau aufeinander abgestimmt. Kurzfristige Änderungen sind darum nicht möglich, so dass auch das Ergebnis der Bitumenherstellung keinen kurzfristigen Schwankungen unterliegen kann. Von der Vielzahl der weltweit zur Verfügung stehenden Rohöle eignen sich nur ca. 100 zur Herstellung von Bitumen. Man sagt, diese Rohöle sind bitumenfähig. Und auch diese Rohöle unterscheiden sich, zum Beispiel in ihrer chemischen Zusammensetzung oder ihrer Viskosität und schließlich an der möglichen Ausbeute an Bitumen. Diese liegt bei bis zu 80% des eingesetzten Rohöls. Das für die Bitumenproduktion ausgewählte Rohöl wird per Schiff oder Pipeline zur Raffinerie transportiert. Zwischen Bestellung und Anlandung der Ware liegen dabei aufgrund des Transportweges von der Gewinnungsstätte Wochen bis Monate. Das Rohöl wird in der Raffinerie in großen Rohöltanks eingelagert. Zur eigentlichen Verarbeitung wird das entwässerte und entsalzte Rohöl in einem sogenannten Röhrenofen erwärmt. Das Rohöl fließt durch dicke Metallrohre, die in dem Ofen verlegt sind, und wird so indirekt erhitzt. Das Rohöl gelangt zunächst in den ersten Schritt der Destillation. Diese findet unter Umgebungsdruck statt und heißt darum atmosphärische Destillation. Die verschiedenen Komponenten des erwärmten Rohöls verdampfen und kondensieren dabei in Abhängigkeit von ihrer Dichte an unterschiedlichen Stellen der Destillationskolonne. Fachleute sprechen hier von Schnitten. Leichte Komponenten sind beispielsweise Gas-, Benzin- und Dieselfraktionen, die über seitlich abgehende Rohre in die Weiterverarbeitung geführt werden. Bei ca. 380 Grad Celsius bleibt der atmosphärische Rückstand zurück, der nach erneuter Erwärmung in einem weiteren Röhrenofen der Vakuumdestillation, also der Verarbeitung unter verringertem Umgebungsdruck, zugeführt wird. Bei ähnlichen Temperaturen sorgt der geringere Umgebungsdruck durch Reduzierung der Siedepunkte für das Abtrennen weiterer leichter Fraktionen aus dem Rückstand. Durch Einstellung der Temperatur in der Vakuumdestillation, aber auch zum Beispiel der Größe des Vakuums oder der Prozessdauer, wird die Herstellung der verschiedenen Bitumensorten gesteuert. Je höher die Temperatur, desto härter, höher viskos wird das Endprodukt. Die Kontrolle der einzelnen Schnittlagen, ihrer Ausbeuten und Produkte unterliegen einem engen Qualitätsmanagementplan, damit die angestrebten Eigenschaften aller Zielprodukte erreicht werden. Durch genaue Einhaltung der Produktionsbedingungen und mit Unterstützung feinster Messtechnik werden so auch die Eigenschaften des Rückstandsproduktes Bitumen eingestellt. Aus der Produktionsanlage gelangt das noch heiße Bitumen über Wärmetauscher, die die Rückgewinnung der Prozesswärme und die Kühlung des Produktes ermöglichen, in seinen Lagertank. Der gesamte Produktionsprozess fand in geschlossenen Systemen statt, was den Zutritt von Sauerstoff unmöglich macht. Auch in den Lagertanks wird der Kontakt mit Luftsauerstoff verhindert. Sie sind mit einer Inertgasatmosphäre, zum Beispiel Stickstoff, beaufschlagt. Entsprechend des Qualitätsmanagementplans der Produktionsstätte werden dem Lagertank nach Homogenisierung des eingelagerten Bitumens Proben entnommen und in sogenannten Tankfreigabeanalysen untersucht. Erst bei Erreichen der internen Spezifikationswerte, die enger sind als die der jeweiligen Anforderungsnormen, wird das Produkt zum Verladen freigegeben. Typischer Einsatzbereich von Destillationsbitumen ist der Straßenbau. Im Verfahren des Inline-Blendings können ferner aus weichen und harten Bitumen dazwischenliegende Bitumensorten gemischt werden. Diese Prozesse erfordern die exakte Kenntnis der jeweiligen Ausgangsmaterialien sowie die Einhaltung der Rezepturen und Dosierraten und müssen in kurzen Abständen überprüft werden. Destillationsbitumen sind darüber hinaus Einsatzstoffe für die Weiterverarbeitung, zum Beispiel zu Oxidationsbitumen oder polymermodifizierten Bitumen. Polymermodifizierte Bitumen, abgekürzt PMB, werden in sogenannten PMB-Anlagen hergestellt und finden sowohl im Straßenbau als auch bei Bitumendach- und Dichtungsbahnen Anwendung.
Den Destillationsbitumen werden Polymere zugegeben und mittels physikalischer und chemischer Verfahren homogen und stabil verteilt. Verarbeitungsverfahren und Typ des Polymers unterscheiden sich je nach den gewünschten Eigenschaften des fertigen, polymermodifizierten Bitumens. Ihre Entwicklung setzt umfangreiches Wissen voraus, da lediglich einzelne Eigenschaften des komplexen Produktes gezielt beeinflusst werden sollen. Im Straßenbau haben polymermodifizierte Bitumen in Deutschland inzwischen einen Anteil von mehr als 25%. Für Bitumen, Dach- und Dichtungsbahnen werden neben polymermodifizierten Bitumen häufig Oxidationsbitumen eingesetzt. Weitere Verwendungsbereiche sind daneben Geräuschdämmmatten, Lacke, die Kabelindustrie und andere industrielle Anwendungen. Während in den Produktionsverfahren der Destillation und der Polymermodifizierung der Zutritt von Sauerstoff restriktiv unterbunden wurde, wird in der Oxidation gerade dies gezielt eingesetzt. Das erwärmte Bitumen wird in einer sogenannten Oxidationsblase unter eng kontrollierten Bedingungen mit Sauerstoff beaufschlagt, um gewünschte Änderungen der Eigenschaften zu erreichen.